Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Witcher 3 auf Kadi Gaming. Ich werde jetzt immer noch versuchen, mich hier mit, ja, nicht mehr ganz so geiler Ausrüstung weiter durchzuhauen. Wir müssen weiter nach Informationen über Ciri suchen, unseren Hexersinn in dem Fall. Hier haben wir zum Beispiel was, das sieht aus wie irgendein alchemistisches Werkzeug. Hier stehen auch so viele Töpfe. Gucken wir mal. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Achso, dann sagt sie nur nochmal dasselbe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und okay. Ihn getrunken. Da unten, da liegt noch ein Buch. Haben wir hier, guck mal, das hatten wir auch noch bekommen. Genau, Herrin des Waldes, das mit den Hexen. Das lesen wir auch mal gerade noch. Die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Wählen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrin. Dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf dass es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kind wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schreine aus. Die guten Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Irgendwie klingt es komisch mit dem Kind und den Hexen und den Süßigkeiten. Das kennen wir doch schon von Hänsel und Gretel. Und das ältere Blut. Was genau ist das ältere Blut? Einige behaupten, es sei ein mächtiger Fluch, der von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Diejenigen, in deren Adern das Hen-Ichar fließt, sollen der Sage nach Tod und Zerstörung in sich tragen und Hass und Verachtung in den Herzen der Menschen säen. Laut einer Prophezeiung der Idlinne wird aus diesem verunreinigten Blut ein Rächer geboren, ein Vernichter der Völker und Welten. Andere wiederum behaupten, das ältere Blut sei ein extrem seltenes ererbtes Talent, das die Kontrolle über Zeit und Raum in einem Maße erlaubt, das selbst für elfische Wissende unerreichbar ist. Doch leider konnten nur die wenigsten, die dieses Geschenk in sich trugen, die vollständige Kontrolle darüber erlangen. Die unvollständige Beherrschung führt unausweichlich zu plötzlichen Ausbrüchen der Kraft in Form von unvorhersehbaren, unkontrollierbaren und deshalb sehr gefährlichen Explosionen. Hinter den dunklen Sagen über den Fluch des älteren Blutes liegt die Wahrheit dieser tragischen Fälle verborgen. Aus offensichtlichen Gründen waren die Träger des älteren Blutes sowohl für die Mächtigen als auch für die Magier schon immer von großem Interesse. Erstere zählten auf die Wahrheit der Prophezeiung der Idlinne, auf einen Rächer, der geboren wird, um die Welten zu zerstören, und den sie für ihre Zwecke nutzen konnten. Und letztere hofften, die Magie des Hen-Ichar nutzen zu können, um ihr Wissen und ihre Macht zu vergrößern. Am Ende waren alle Pläne vergebens. Die Linie des älteren Blutes war mit dem Verschwinden der Erbin der Krone Nilfgaards, Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, unterbrochen. Ach, okay. Setze deine Hexersinne ein, um den Schrein zu finden, den Anfang. Okay, okay. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Da haben wir auch nochmal dasselbe. Ich denke mal, hiermit können wir die Tür öffnen, oder? Oder auch nicht? Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden.
Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, gehe darauf zu und drücke in der Nähe A, um die Illusion aufzulösen. Okay. Hätten wir dann da rein... Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Hätten wir dann nicht auch rein theoretisch einfach so durchgehen können, weil es ja nur eine Illusion war? Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan! Sie hat uns ja auch geholfen. Stimmt etwas. Von daher wäre es eigentlich ziemlich gemein, wenn wir ihr jetzt nicht helfen würden. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Okay. Da können wir was anzünden. Grüne Flamme. Ach, schön. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das falsch mache, kommt hier ein Gegner raus, oder wie? Irgendwas haben wir wohl falsch gemacht. Ach. Ein Schutzschild wollte ich nehmen. Oh, das war anscheinend richtig rum. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Das haben wir ja jetzt schon leuchten. Gucke mal, der dritte, das war doch das Tier, oder nicht? Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Vier Statuen. Alle sehen gleich aus. Ach nein, shit. Es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass die alle... Nein, dass die alle gleich aussehen, sag ich ganz ehrlich. Ich schon wieder. Wahrscheinlich wäre das... Muss ich hier nicht... Ich kann hier kein Schild nutzen, ne? Naja, dass ich das hier zuerst anzünde, hat ja funktioniert. Dass ich das hier zuerst anzünde, dass ich das als zweites mache, hat auch funktioniert. Stimmt, er hat ja gesagt, nicht neben dem ersten. Der dritte steht nicht neben dem ersten. Es hat funktioniert. Ja, mal wieder ein bisschen doof hier. Was können wir hier machen? Das hier können wir anzünden. Sieht aus wie ein Elfenheiligtum. Ach, da schaut sie noch was. Moment. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift.
Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreginan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Okay. Keine Ahnung, was sie damit dann machen möchte. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ja, kommen wir. Was ist da? Magie. Ein Ort der Macht. Ah. Einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Muss ich sowieso auch nochmal schauen. Ach nee. Können wir nicht einfach da hinten rausgehen? Sie hatte doch ursprünglich einen anderen Weg geplant, dachte ich. Und wir sind nur hier hingegangen, weil wir diese magische Lampe noch haben wollten. Gehen wir? Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Wie sie mit den Augen zwinkert. Ja, komm. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kea. So, magische Lampe, das hätten wir damit auch abgeschlossen. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich mal irgendwie irgendwo in ein Dorf komme. Monsternest. Ort der Macht. Nicht erkundeter Ort. Da ist das Anschlagbrett. Könnte ich jetzt rein theoretisch von hier mit dem Boot... Kann ich das Boot irgendwie nutzen, um auf die andere Seite zu kommen oder wie? Ich weiß es nicht. Ich rufe erstmal Plötze ran. Mit Plötze haben wir schon länger nichts mehr gemacht. Von da hinten eben eine Kreatur. Dann würde ich mir ganz gerne mal hier diesen Ort anschauen. Weiter so, Plötze. Und mal gucken, was wir da finden. Ich hoffe ja, dass ich hier irgendwo ein Dorf finde, dass ich meine Ausrüstung mal reparieren kann. Oha. Los, los. Langsam. Dieser Ort der Macht scheint unterirdisch zu sein. Ach du Scheiße. Wow. Plötze, lauf doch weiter.
Das war nicht die Art von Ort, die ich mir erhofft hatte. Definitiv nicht. Hier steht auch noch ein unentdeckter Ort. Das ist halt gerade blöd, weil ich will ja eigentlich mit der Story weitermachen, aber ich muss dringend meine Sachen reparieren, weil ich habe das blöde Gefühl, dass ich hier so auf Dauer nicht unbedingt so mega weit kommen werde. Wenn ich nicht mal hier meine Rüstung reparieren lasse und meine Schwerter. Nee, nix. Brr. So. Nicht zu schnell, bitte. Jetzt reite ich zu einer ganz anderen Gegend. Ghule. Und wo Ghule sind, da sind Leichen nicht weit. Okay. Kleinweg. Da scheint mal irgendwie was gewesen zu sein. Auch schlecht, wenn hier Ghule sind. Ich will gerade nicht kämpfen, ich will einfach nur meine Rüstung reparieren. Dann reiten wir mal noch in die andere Richtung, zu diesem anderen Punkt. Dolle Wolle. Ein Lager voll mit Deserteuren. Auch nicht unbedingt erstrebenswert, da drin zu landen. Wo könnte denn sonst noch ein Dorf sein? Das ist da. Wir können ja mal noch nach rechts reiten. Das ist eine Ruine mit einer Erscheinung. Auch toll. Es sind ja nur Gegner gerade. Ich will doch einfach nur einen Ort, wo ich reparieren kann. Wie komme ich denn mit dem Schiff von da nach da? Ach, muss ich vielleicht einfach nur in der Nähe von dem Schiff einen anderen Schiffsreisepunkt auswählen? Das probieren wir jetzt mal noch. Das testen wir jetzt mal aus. So, da unten ist das Schiff schon wieder. Nee, nicht halt. Geralt, du hast doch keine Ahnung. So. Jetzt mal darüber. Also, er hat bestimmt mehr Ahnung als ich, aber... Wie funktioniert das? Wie kann ich dieses dämliche Boot nutzen? Ich check's gerade irgendwie noch nicht so ganz. Das bringt mir gerade auch alles nicht so mega viel. Hier ist irgendein Riesenlager. Alter, ist das einfach mal ein Riesengebiet. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja absoluter Wahnsinn hier. Ja, dann würde ich nämlich vielleicht erstmal sagen, dass ich mich verabschiede fürs Erste. Und ich dann erstmal schaue, wie ich dann in ein Dorf komme, dass ich meine Rüstung reparieren kann. Weil ich glaube, wie gesagt, so, ja, Nahplätze. Ich glaube, so brauchen wir es gar nicht mehr großartig lang zu versuchen. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber ich glaube nicht. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und ja, dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal mit Witcher 3. Tschüss!